Gut, dann könnt ihr euch erst einmal Überanstrengung aufschreiben. Drei Punkte, die euch fehlen, beziehungsweise ich muss gerade mal gucken. Prajudur nicht, aber Vitus bekommt erstmal drei Punkte Überanstrengung. Und sollte sich das so weit ansammeln, dass du über deine Konstitution kommst, dann bekommst du Einschränkungen bei deinen Werten. Aber drei Punkte ist erstmal noch kein Problem. Klar. Ja, und während ihr gerade zu dem Stern steht gerade vor dem Holzkarren, vor dem Wagen, da könnt ihr hinter euch hören, wie Bäume brechen und dann ein gewaltiges Tier aus dem Unterholz ebenso heranprescht. Ihr könnt daran erkennen, eine weitere Reiterin, die sich auf dem gewaltigen Koloss befindet, und ein sechsbeiniger Höhlendrache, der ja, mit Flammenzungen um seinen Mund herum aus dem Unterholz bricht, Varina von Mersing auf ihm galoppiert. Aber sie bewegen sich nicht auf euch zu, sondern wollen wohl den Kämpfen im Nordwesten von hier ja, die Ehre tun. Hilf mir nochmal, war Tagrandir oder Alupir der Höhlendrache, dem wir seine Magie gebannt haben? Takrandir ist der, den du bei der Höhle wieder gefesselt hattest. Dem hattest du seine Magie abgenommen. Okay, genau, das wollte ich wissen, danke. Genau. Ja, und während du dich mit schockgeweiteten Augen auf dieses riesige Ungetüm blickst, du bist gerade, auch wenn du ein Bestientöter bist und der von Schrecker Crew, doch ganz froh, dass dieses gewaltige Monster nicht auf dich Ansturm nimmt. Da kannst du sehen, wie im Inneren ein weiteres Monster wartet, allerdings wesentlich kleiner, was dort wohl an einigen Leichen herumnagt, auf einigen Knochen, und dort im Inneren ja, schläfrig vor sich hin döst. Duck mich hinter dem Wagen, der dort reingeparkt wurde, ab. Schaue mit gebanntem Blick auf den schlafenden Drachen. Ja, Grandier. Wir hatten zwar noch nicht das Vergnügen, aber heute stirbt einer von uns. Ayodhur, seht ihr den Drachen da vorne? In der Tat, ein wahr schreckliches Monstrum. Höhlendrachen sind einer gewissen Form magiemächtig. Damit leider nicht genug aus, aber scheinbar können die Magie wirken. Dieser jedoch nicht. Konnten ein Druidenbann, ein Druidenritual wieder vollziehen, sodass diese gebannt wurde. Nun, wenn ich mir dieses Monster angucke, denke ich, dass er auch ohne Magie wahrscheinlich ganz gut klarkommt. Sieht doch nur die Länge seiner Zähne. Ja, ich hoffe, wir kommen irgendwie durch seine Schuppen. Nun, wollt ihr wirklich gegen dieses Ding dort antreten? Ist es klug? Meint ihr, es hier schlafen zu lassen, ist klüger, wenn unsere selbst wenn unsere Einheiten draußen vor den Toren gewinnen sollten, dann haben die hier immer noch einen schlafenden Drachen. Hey, Claire, guck mal! Mersing läuft los! Scheiße, ich darf nicht! Treue! Der Kopf wird schnell eingezogen, dann langsam wieder rausgeguckt. Scheiße, da sind wirklich noch Leute drin. Sollten rein und uns hinter den Gebäuden halten. Vielleicht können wir uns einen sicheren, besseren Überblick verschaffen. Dies erscheint mir ein kluger Vorschlag in der Tat. Bayodu, aber diesmal müsst ihr euch wirklich bedeckt halten. Wir hatten Glück, dass uns niemand hierher gesehen hat, interessiert hat. Nun, das Wesen des Praios ist unübersehbar. Nun, bereits eure Kleidung ist sehr auffällig. Ihr könntet euch zumindest klein machen. Nun gut, ich werde mein Bestes tun, euch zu gefallen. Aber könnt ihr uns noch irgendwie helfen? Ich meine, selbst wenn wir es mit den Drachen aufnehmen, der kann uns doch. Sein Feuer ist gefährlich, verheerend. Dagegen können wir nichts tun. Oder habt ihr Möglichkeiten, Magus? Ja, du.
Schutz vor dem Feuer kann ich euch leider nicht bieten. Ich überlege gerade, ein Feuersegen ist glaube ich, hilfreich, oder? Nein. Feuersegen macht Feuer. Ist ein Feuerzeug in dem Finger. Ja. Achso, okay, dann nicht. Vielleicht eine magische Rüstung. Ich könnte mir eine goldene Rüstung verpassen wollen, euch nicht euch. Sondern dann seid wenigstens ihr geschützt, einen, um den wir uns weniger Sorgen machen können. So. Ist euer Ornate nicht golden genug? Warum? Was heißt goldene Rüstung? Nun, der Herr Praius stattet seine Diener zuweilen mit seinem Schutz aus. Eine goldene Aureole entsteht um den Diener des Herrn, die nicht leicht durchdringen ist für Geschöpfe der Dunkelheit und der Finsternis. Zu diesen zähle ich auch diesen Drachen. Dann macht das doch. Und Vitos, was gehört zu euren Fähigkeiten? Wie könnt ihr gegen die da drinnen vorgehen? Das sollten wir klären, bevor wir uns da rein auf den Weg dort reinmachen. Nun, bedauerlicherweise wird spätestens gegen den Drachen Feuer nicht mehr sehr effektiv sein. Aber... Verfügt mir mal eine Sinnesschärfeprobe. Zumindest gegen Menschen sollte es effektiv sein. Ansonsten besitze ich noch etwas Magie des elementaren Eises, welche uns eventuell nützlich sein könnte. Kann ich dir auch Gefahreninstinkt zusätzlich anbieten? Noch nicht. Okay. Oha, das ist auch immer noch gelungen. Aber bei Prayudu und bei Ronga, ihr beide könnt erkennen, vor euch, also vor dem Drachen, der schläfrig auf irgendwelchen Knochen herumlag, irgendwelche, ja, es ist wohl eine Koppel mit einigen toten Pferden wohl auch, die so ein bisschen steif sind, aufgebläht, das stinkt ekelhaft drüber und habt erstmal nur Augen für den Drachen gehabt, aber dann könnt ihr euch ein bisschen konzentrieren und könnt wohl erkennen, wie sich jetzt eine Katze an der Palisade auf euch heranschiebt und euch aus glühend gelben Augen mustert. Eine Katze, also Hauskatzengröße? Hauskatze. Oder? Hier treibt sich doch wohl nicht eine Hexe herum. Ich dachte, also wir sollten nicht den Weg mit dir kreuzen, sonst werden wir auf jeden Fall sterben. Dieses Volk gilt es auszurotten. Sie sind schändliche Diener, dunkler Mächte. Ronga beugt sich mit einem Arm Richtung Katze. Ihr solltet das nicht berühren. Abstand ungefähr noch 10 Meter, also sie ist auch stehen geblieben und mustert euch interessiert, liegt so ein bisschen den Kopf schief. Kamen sie aus den Mauern heraus? Innerhalb der Mauer? Oder ja, genau. Innerhalb der Mauer, im Schatten dessen. Also du würdest sie jetzt gerade hier verorten. Ist wohl gerade irgendwie von dieser Bewegung irgendwie hier rüber schlewenzelt und irgendwie sitzt sie jetzt hier und guckt euch zu. Sehr interessiert. Hey, Katze, komm her. Ihr solltet dieses Hexenviech nicht hier locken. Sie wird uns nur Unglück bringen. Sie übertragen schreckliche Flüche ihrer Herren. Bestimmt noch eine Katze. Nun, wollt ihr es wirklich ausprobieren? Hey, Angard, ist doch Suppe da. Sehe ich aus wie eine Köchin? Kümmert euch lieber um den Durchbruch. Was? Warum denn den Durchbruch? Eindringlinge! Ihr könnt erkennen, wie jetzt eine der Mordbrenner interessiert, mit den Waffen gezogen, in Richtung des Durchbruchs starrt. Sich Versteckenprobe. Mega gut. Ist erleichtert um 3, weil ihr sowieso da irgendwie okay, an dem Wagen mehr sitzt, ne? Okay, aber mit 13 Punkten. Nein. Priodur steht da in scheinendem Licht. Streckt sich noch einmal die Brust durchgedrückt. Immerhin, diesmal bin ich nicht so auffällig.
Dreierleichterung sogar. Sehr entspannt. Ich schaue aus meinem Versteck hinter dem Wagen. Ehrengard, ich hab's gesehen. Den kriege ich auch alleine hin. Der, du kannst da bleiben. Ich hab hier so einen Pfaffen, den mach ich alleine weg. Nun kommt her, kühner Bursche. Dann will ich euch preis vorn anempfehlen. Alles am Arsch, Mann. Holt ihr den noch rüber und geht dann über das Sternenfort auf euch zu. Ich könnte auch irgendwie ein Gekreische hören, eine Frau, die sich an der an einer der ja, Küche, ist ein Wirtschaftsgebäude, ne? So ein paar Tische, die noch davor stehen und irgendwelche Köche, in denen man Töpfe, in denen man mal wohl gekocht hat. Kommt dann wohl eine Frau raus. Pass auf, er ist nicht allein. Wir wurden verraten. Er bleibt kurz stehen und guckt interessiert wieder zu Priodur. Nun kommt her, Scherge. Würfel mal eine Überredenprobe. Oh ja. Aufwiegeln, das ist ja nicht Spotten. Spotten, ja, wenn du irgendwie eine Spezialisierung hättest, die aber 8 Punkte, er würfelt mal auf seine ja, Arroganz, Nachteile. Er nickt. Egal wie viele da sind, Ehrengard, die kriege ich. Und kommt dann weiter auf Priodur zu. Ich hoffe, die anderen sind so schlau, sich zu verstecken. Ja, noch sind die versteckt. Also du weißt es nicht, du streckst deine Brust weiter raus. Und die anderen hat er noch nicht gesehen. Ja, Ronga sitzt dort abgekniet hinterm Wagen, hat das Schwert an den Wagen gelegt und hat mittlerweile schon in beiden Händen einen Wurfspeer genommen. Fertig, sobald er nah genug rankommt, diesen zu werfen. Okay, dann, die Entfernung sind jetzt gerade noch so 4 Meter, genau, 4 Meter bleibt da nicht stehen, aber geht dann ab 4 Metern in den Sturmangriff und damit gehen wir auf Initiative. Ja, da kommt es drauf an, ob ich höhere Initiative habe, denn auf 4 Metern ran hätte ich schon sehr gerne geworfen. Nee, wir würfeln Initiative. Jetzt kann mal schauen, Finstermark. Mache ich das im... Du hast im Kampfordner, wenn du bei Kampf bist, oben Ini unter Mut. Machst du einfach mal einen Doppelklick drauf. Ja. Warum habe ich denn hier keine Mordbrenner? Ich sehe schon mit den Initiativen, das wird was. Allgemein, dass wir nur zu dritt sind. 22, dann bin ich am höchsten. Sehr gut. Ich, ja, ich bin auf der 21. Durch dein... Genau, anderthalb Händler plus 1 in ihn. Ich ziehe uns gerade mal eine Kampfleiste rein. Und wir können uns noch einmal anordnen. Genau. Eric, er ist auf der 22. Vitus ist auf der... 16. Okay, dann kann Priodur beginnen. Auf der 16, was möchtest du tun? Ich warte ab und wollte deinen Sturmangriff parieren. Gut, das heißt, du parierst und eine Attacke verfällt? Ich warte ab, kann ich da abwarten, oder? Nein, du bist auf der 16 dran, du musst jetzt handeln. Bei ja, ich pariere nur. Dann Vitus. Er ist in Reichweite? Er ist nicht in der Reichweite, also die aktuelle Entfernung zu dir sind 4 Meter, ja. 5 Meter. Was willst du tun? Der Mordbrenner ist mir 4 Meter weg. Okay, dann fange ich an, den Zauber zu sprechen. Den Corpo Frigo. Ja, wie lange dauert der? Ich lasse mir Zeit, also 4 Aktionen und ich erzwinge 3 Punkte. Gegen die Magieresistenz, alles klar, sehr gut. Dann würfeln machen wir später. Erste, zweite Kampfrunde durch. Und hast du Zauberkontrolle? Ja. Okay, dann kannst du jetzt schon würfeln. Kannst ja abbrechen danach. Dann ist Ronga dran, stoppe ich sie vor. Auch wenn ich es nicht weiß, aber. Sturmangriff, und zwar auf Priodur. 4 Meter, wie gesagt, mit seinem reißenden schwarzen Schwert. Wird behandelt wie ein Drachengardist. Und das ist gelungen mit einer Sturmangriff ist eine plus 4. Punkte hätte ich. Parade. Schade. Gut, ja, dann ist auch quasi, das war meine Aktion. Sturmangriff kostet 2 Aktionen, ne? Ja. Ja, gut. Dann darf Ronga.
Dann ist es jetzt der Moment, in der Ronga aufspringt, den Speer schwingt und in einem Bogen Richtung Dukatengottes Mordbrenner wirft, der natürlich jetzt mit Pryodur im Kampf ist. Mhm. So. Ich würfel mal und dann sehen wir, ob wir weiterrechnen müssen. Ja, 20 müssen wir. Du triffst automatisch. Und ich habe kein Glück. Ich gebe dafür tatsächlich meinen Schicksalspunkt aus. Ja, schade. Das wird auf dieser Reichweite möchte das Pryodur wirklich nicht treffen. Ja, aber Wahrheit kommt wieder, das wissen wir. Glaube ich nicht. Gut. Ich glaube, das hat auf jeden Fall getroffen. Dann habe ich auf alle Fälle schon mal den ersten Schicksalspunkt, das ist doch auch ganz gut. Dann hast du auf alle Fälle getroffen und du kannst, das ist ein Angriff zum Niederwerfen, den Schaden auswürfeln. Ich habe ein Schild, ich könnte das auch parieren und das mache ich sogar. Ich versuche es einfach mal. 13, ja. Müsste doch gelungen sein, ne? Nein, du bekommst eine Erschwernis von 8 Punkte. Ist das ein Schild? Genau. Das ist ein Schild, ja. Von 8 Punkte? 8 Punkte. Okay. Ich wusste irgendwie, es gab eine Erschwernis. Aber passt. Gut. Dann, Schaden, hattest du 16 Stück? 16. Da muss ich tatsächlich auch mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Die ist gelungen, er bleibt stehen. Ja, der darf ja noch mal eine Körperkraftprobe würfeln. Ja. Das entscheidet, ob er dann. Ich ihm gerade schon mal eine Wunde. Wie viel Körperkraft hat er? Ich muss gerade gucken. Das ist ein Drachengardist, der wird so eine KK von 16 haben, vermutlich. Ja, genau. Gut. Dann bleibt er auch stehen. Das plus minus 0, weil 16 Schaden. Bleibt er stehen? Dann die Zauberprobe, du hattest verlängerte Aktion, ne? Dann ja, ich konnte 7 Punkte Erleichterung, das heißt, wenn er eine MR von 5 oder weniger hat, dann ist es mit 12 Punkten gelungen. Ja, hat er Punkte, ich glaube 5 Punkte MR passt für einen Drachengardisten oder für einen Mordbrenner. Dann kannst du mir gleich schon mal den Effekt von einem, was hattest du gewürfelt? Der Corpo Frigo. Also, Corpo Frigo, kannst du mir mal erzählen. Er bläst über seine Handfläche in seine Richtung und seine Körpertemperatur sinkt dadurch drastisch. Er bekommt erstmal ZFP, SPA, also 12, also die Hälfte von echter Schaden. Ja. Und für 12 Kampfrunden verliert er 4 Punkte ATPA, Ausweichen, Inni, Gewandtheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft. 12 Punkte AT? 4 Punkte. 4 Punkte verliert er für 12 Kampfrunden. Copy-Paste ist die kurze Team-Sieg. Okay, dann würde das gleich passieren in deiner Aktion 3 und 4. Ich kann aber noch vorziehen, das möchte ich auch gleich machen, denn das macht ja nur Sinn, dass ich jetzt vorher schon mal den Angriff abhandle. Und zwar bin ich im Nahkampf mit Pryodur, den Pfaffen baller ich um. 2 Attacken im schwarzen Schwert. Würfel die schon mal 1 und umgewandelt 2. Das ist gar nicht so gut. Aber der erste würde treffen. Ich würde eine Parade. Ja. Okay. Ist gelungen. Gut, das war meine Aktion vorgezogen. Dann würde ich wieder zurückspringen auf die 16. Da hat Vitus jetzt gerade seine Aktion durchgesprochen und damit hat der Mordbrenner eine weitere Wunde. Ich gucke gerade mal. Wunde 2. Die Wunde 1 heben wir wieder auf. Aber er ist auf alle Fälle noch gefrostet. Und dann 16, Pryodur. In Pryos Namen. Und schlag ihn und den sonst hat er den Schädel. Ja. Er hat keine Parade mehr. Achso. Die hat er ja aufgewandt, um dich anzugreifen zweimal. Ja, Dero, nein, 9 Punkte. Auf seinen Helm klonkt es einmal fies. Und du spürst wohl, dass du mit deinem Sonnenzapf da irgendwie durch das Leder durchgegangen bist. Es ist irgendwie knackt, das ganz finster. Ronga. Ja, Ronga hat seinen Speer geworfen. Er steht auf aus der gewölbten Haltung. Wenn das Schwert an Karren dran liegt, kann ich es mit Schnellziehen in einer freien Aktion in die Hand nehmen? Du willst das schwarze Schwert von ihm? Nee, mein Schwert. Ich habe ja beschrieben, wie ich jetzt an den Karren ranlege. Während ich mich wieder abducke, damit ich es nicht auf dem Rücken oder nicht in der Hand habe. Eine ganze Aktion. Oder hast du Schnellziehen? Ich habe Schnellziehen. Ja, eine Aktion. Okay, dann zweite Aktion, Position. Mhm. War Richtung Seite von Pryodur.
Okay, dann nächste. Das sind zwei Schritte, die mache ich frei und mit der zweiten Aktion orientiere ich mich. Ah, okay, clever. Er geht erstmal 4 Initiative-Punkte runter. Durch den Caldo Frigo, Kopfverletzung. Und wenn du dich orientierst, kann deine Initiative natürlich weiter ansteigen. 16, nächste Kampfrunde, Priodor. Ich würde wieder einmal attackieren. Ich würde vorziehen, allerdings, ja doch, ich ziehe einfach vor. Und zwar möchte er den Kampf beenden, und zwar läuft er weg. Löst sich aus dem Kampf, ihr könnt einmal einen Passierschlag machen und er läuft dann bam 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 bam. Erst einmal, er geht in einen Sprint. Ich würde ganz gerne wegrennen. Jetzt immer Geschwindigkeit. Vor. Ja, warte kurz. Mit einer Geschwindigkeit von 6 gerüstet mal 3 sind 18, die ja prinzipiell käme. Vorher kannst du natürlich vorziehen. Ja, da ich eine Aktion habe, entscheide ich mich, anstelle des Passierschlages eine reguläre Aktion zu machen. Und in der mache ich dann ein Festnageln-Manöver. Mhm. Welches von ihm nicht pariert werden kann, da erstens in den Rücken und zweitens Passierschlag. Also, nee, es ist noch ist es kein Passierschlag. Kann ich mit der höheren Initiative nicht warten, bis er sich umdreht und ihn dann in den Rücken hauen? Ich meine, ich habe keine Rondra-Ideale. In den Rücken ja, aber es ist noch kein Passierschlag, weil sonst dürftest du ja eh keine Ansagen machen. Ja, aber statt Passierschlag kann man immer eine reguläre Aktion machen, wenn man denn eine hat. Du kriegst den Passierschlag zusätzlich. In Ordnung. Ja, der kommt ja gleich noch. Den nicht. Und zwar lege ich mir eine Ansage von 2 mit rein. Ist, also du bekommst noch eine, also erstmal, die, er hat dir noch nicht den Rücken zugedreht, aber du siehst, wie er das gleich machen möchte. Und du bekommst einen Bonus von -1, weil Kampf in Überzahl. Okay, dann nehme ich den und gebe mir eine 3er Erschwernis. Das Manöver ist automatisch um 4 erschwert. Ich habe durch meinen Waffenmeister das um 4 negiert, also plus minus 0. Dann würfe ich Angriff um 3 erschwert zum Festnageln. Und das ist geschafft. Plus minus 0. Ja, genau. Dann ist er festgenagelt, kann er irgendwas tun? Dann ist er festgenagelt. Und zwar, wenn eben seine Parade nicht möglich ist, kann er jetzt eine Gewandtheitsprobe machen. Die erschwert um, Sekunde, um meine TP sind. 18, nicht geschafft. Ja, dann ist irrelevant, denn jetzt ist er auf dem Boden. Parade blieb ja aus und ich darf einmal Schaden machen. Mhm. Muss er nicht noch eine Körperkraft werfen? Vom Festnageln? Genau, Körperkraft. Gewandtheit und Körperkraft meine ich, weil ich habe auch einen Charakter, auf dem ich Festnageln spiele, deshalb habe ich das noch im Kopf. Okay, ich würfel sonst einfach noch kurz eine Körperkraft hinterher. Ich weiß nicht, kannst du jetzt noch Schaden machen oder ist das jetzt erstmal wieder fest? Die Attacke ist nicht pariert, das heißt Schaden mache ich auf jeden Fall. Okay, gut. Wichtig ist nur, ob er jetzt im Festnageln drin ist. Und um auf den Beinen zu bleiben, ist das erstmal eine Gewandtheit. Und sich nachhinein, das macht er noch nicht in der ersten Aktion, um sich in der zweiten Aktion zu befreien, eine Körperkraft. Genau. Okay. Mach erstmal Schaden, er ist wie gesagt am Boden. Das nur sind 11. 10 Schaden. Aber damit wirst du ihn sicherlich dann auch. Er ist noch nicht tot, aber er ist kampfunfähig und ihr hättet jetzt das Spiel, ihn zu töten. Könnt natürlich ihn auch verschonen, aber erstmal ist er kampfunfähig. Rührt er sich nicht mehr oder tappelt er noch um? Ich frage jetzt. Er ist nicht bewusstlos. Nicht bewusstlos, nur kampfunfähig. Ah, scheiße, dich töten! Ich lasse mein Schwert in seinem Arm, das gleichzeitig im Boden steckt, stecken und greife an meinen Rücken und drehe mich um. Ein Wurfspeer in der Hand. Wo ist diese Katze? Ja, man läuft zu ihm hin und dann möchte ich ihm ein, wie heißt das Manöver, zum Ausnocken. Betäubungsschlag? Nee. Schmetterschlag? Den Schmetterschlag mit einer Ansage von 5 extra TP. Ja, er ist kampfunfähig, also erstmal eine Erleichterung von 8. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch nur noch wenig Ausdauerpunkte hat. Also das wird wohl gelingen, automatisch, ja. Ja, bitte. Musst du nicht würfeln, kannst einfach dann mit deiner stumpfen Seite zuschlagen oder zutreten. Ihm einfach dann ins Gesicht und dann die Zähne noch raustreten oder sowas. Sinneschärfe für die Katze.